Heute, was geht ab, Leute? Hier? Mit der Stadt Tati und der Livestream-Chat. Und was gibt's heute? Bin gespannt. Denkst du, er wird dein Leben verändern? Er wird wahrscheinlich schmecken, aber er wird nicht mein Leben verändern. Aber er wird schmecken. Komm mal. Ohne Vertrauen, Jungs. So viel Vertrauen, Jungs, ohne Scheiß, Mann. Schon ja, echt nice. Also. Schon ich habe jetzt nice. Mich zum Beispiel für andere Sachen jetzt so umgeschaut. Ja. Und die kommen mir alle so zwielichtig vor. Und dann denke ich mir, wir kommen denen aber eigentlich genauso zwielichtig vor. Ja, eigentlich schon, ja. Also das ja, ist aber, schon krass. Ja, aber du musst überlegen, aber ihr zeigt es auch das Portfolio und so. Weißt du nicht, ob die das auch so zeigen? Weißt du, was ich meine? Also Badisch hat ja auch letztens immer so alles gezeigt und du ja eigentlich auch. Also, ne? Warte mal, Zitronenkuchen mit einer Glasur und obendrauf Gummibärchen, weil das meine Freundin von der Kindheit wohl so kennt. Ach so, für deine Freundin hast du es gemacht. Ja, nice. Ja, Zitronenkuchen ist ja ganz einfacher Kuchen, aber finde ich cool, Mann. Finde ich echt cool. Ich finde es cool. So, also falls ihr euch fragt, was ich jetzt hier mache, ja? ich und Schokomuffins. Hast du die auch gepackt? Krasser Typ, Alter. Ich wiege jetzt hier 70 Gramm Patties ab für die Burger, die unser Leben verändern werden. Gucke Holmes seit Anfang an und hatte deswegen Vertrauen. Ja. Hast du gehört, Tom? Django hat Vertrauen, weil er dich von Anfang an anguckt, Alter. Das brauchst du nicht, Leute. Jetzt geht er nicht. So. Was hat Oskar gerade gesagt? Wir machen jetzt die Soße. 100 Gramm Ketchup. Und er hat gesagt, es darf nur Heinz Ketchup sein. Alles andere ist nicht gut, Mann. Ja. Aber er hat recht. Okay. Aber ich mache natürlich das Doppelte jetzt. Ich glaube, das Doppelte ist in Ordnung. Oder? Ich weiß gar nicht. Machen wir mal das Doppelte. Ich sag eigentlich immer Wustersoße. Wuster. Was ist hier so passiert? Ketchup, auf Mayo. Auf Cardano. Aber es muss der hier sein, Hellmanns, habe ich noch nie probiert, ganz ehrlich. Muss, hat Oskar das gesagt. Hat er gesagt, ja. Weil irgendwie aus Amerika ist der oder so, ich weiß es nicht. Mein Gott, wo hast du den dann gefunden? Den gab es beim Rewe. Okay. Ich war beim Edeka hier vorhin, den gab es beim Edeka. Kannst du nicht mehr probieren, ich kann es am besten. Der schmeckt aber nicht so. Ja, also der schmeckt relativ mild. Krass, dann Wustersoße oder Worcestersoße, keine Ahnung. Auch habe ich von Heinz, weil Heinz ist echt krass. Und jetzt machen wir noch Ding rein, Chili, Soße glaube ich und Senf. Genau. Amerikanische Soße. Nach was schmeckt die? Ein bisschen Essig ist die. Boah, das schaffst du nicht. 3 Minuten. Junge, sag an, Chili jetzt, oder? Die Patties, die du machen musst. Niemals schaffst du das. Das ist nur, weil diese... Ernst gestresster Kerl, oder? Scheiße, ich merke gerade, ich habe vergessen, ein paar Burger zu würzen. Das ist in der Zeit. Ja, dann vergisst du. Da macht Oskar die meisten Fehler. Oh, das wird knapp. Noch 2 Minuten. Nein, geht nicht. Die Big Macs sind geil. Über die Big Macs übrigens. Hast du bloß Erwartungen an diesen Burger? Nein. Klar, der wird dein Leben verändern, Alter. Weil nach diesem Burger machst du die geilste Game Show, Alter. Und die Game Show wird dein Leben verändern, Mann. Schlaflose Nächte, Jungs. Schlaflose Nächte. Ich glaube, die müssen schon umdrehen. Ich hatte schnell, die werden schwarz, ohne Scheiß. Ja, dann werden sie halt schwarz, Vater. Komm mal halt du, Alter. Bist du auch da gerade zu diesem Ding? Was ist noch angewendet? Wollt ihr was mit? Fangen wir an. Du bist so aggro zu viel. Weil du immer Britta herredest, Mann. Nein! Oh mein Gott. Wow, die sind echt schwarz. Moin, sorry. Nehmen wir sie um, bitte. Die sind echt schwarz. Ich hab's doch verpasst. Ja, aber du keine Ahnung hast. Aber was denn? Alter, wieso hältst du schon wieder so? Ich hasse dich einfach, oder? Schau mal. Nein, lass mich. Alter, ja, einer muss dir neidisch sein. Das ist er, Leute. Wenn ich schon Burger esse, dann doch optional. Wenn ich schon noch gesund esse. Es wird geraged.
Was? Ja, dann ist es nicht mehr der von Oscar, ja, wenn wir das hinzufügen. Ja, ich hab ein bisschen was durcheinander gemacht am Ende. Also es wird geraged, weil da ist gar nichts, kein Gemüse, kein Tomaten, kein Gurke, kein Zwiebel. Mir ist endwichtig Zwiebel, ein bisschen Salat, ein bisschen Tomaten. Ja, aber warte, er hat nicht genau die Technik auch von Oscar genommen, so ist dann aber auch nicht fair. Wie? Er hat richtig mit den zwei Metallpfannenwänden. Eine Kuchenlinie hat er genommen. Das hat er einmal ausnahmsweise genommen, den Kuchenteil. Ist richtig. Ich kenne ja alle Videos von ihm. Er hat den Burger öfter gemacht. Ja, mag das schon sein. Dann musst du ja, in einem Video hat das ausnahmsweise den genommen. Dieses den hat er mir extra dann für gekauft, hat er. So, schauen wir doch mal. Oh mein Gott, echt? Ich dachte schon. Also die Bösen sind echt geil. Also Brötchen sind echt geil. Weil Brötchen sind immer geil. Brötchen sind echt geil, aber da fehlt alles andere, Mann. Also ein bisschen Zwiebeln. Was ist das für ein Fitnessburger, Mann? Oder Salat schrumpft der Bizeps oder was? Weil ich komme jetzt nur noch. Also ich habe Angst, dass mein Bizeps schon vom Salat, deswegen tut er nichts drauf. Ich bediene mal deine Mikro, gell? Ja, yeah, ist alles angesteckt. Mhm. Schlecht ist es nicht, aber ganz schon gut. Eine saftige Tomate fehlt mir. Ja, Mann, Tomaten und Zwiebeln, echt. Aber ist echt nicht schlecht. Von Lukas, der Burger. Aber Alter, wie geil fühlt sich das Brot jetzt schon an. Schlecht ist es nicht, das weil Brot ist echt gut, ja. Brioche ist halt echt das geilste, Mann. Das Brot ist krass, ja. Schmeckt schon echt gut, Mann, aber... Oh mein Gott, damals nicht, schmeckt ends geil. Was? Schmeckt schon geil, aber da fehlt so ein bisschen das... Ich glaube, vom Oscar schon besser, oder? Ja, das glaube ich aber auch. Da fehlt so ein bisschen, weißt du, der Touch, Mann. Mit so ein bisschen Salat und Zwiebeln. Alter, der schmeckt echt mega, Leute. Da könnte ich echt nichts sagen. Schmeckt ja gut, aber da fehlt ein bisschen Salat und so. Ja, komm, muss man ehrlich sagen. Wieso eigentlich keine Tomaten? Oder so. Einfach Tomatenzwiebeln. Oder so richtig geröstet, das schon. Zwiebeln, so. Röstzwiebeln. Geschmort oder sowas schon. Ich hab keine Ahnung, was. Boah, Alter, zu krass, Mann. Ein bisschen harte Kartoffeln fehlt. Ja, aber Barisch, entschuldige, das ist Barisch, das Hackfleisch, Käse und Brot, also... Mehr ist jetzt nicht da. Das war jetzt seit langem, denn... Das Brot war hier schon krass davor. Also das war sehr lecker, muss ich sagen. Ich der Käse hat auch nichts gemacht eigentlich. Ich kann mich nicht erinnern, selbst ich habe Burger, das war so geil geschmeckt. Hat. Ich hab doch zu Hause probiert. Das Fleisch war auch noch. Aber wichtig halt bei den Burgern ist halt echt immer, ist immer das Brot machen. Ja? Ich habe auch das Fleisch... War jetzt nicht zu Goy oder so. Ich glaube, das ja. Oscar, was sagt dein Fan? Was sagst du zu Oscar? Was fragt er? Ja, zu seinem Burger. Was sagst du zu Oscars Burger? Ach, ich dachte, ich ist ein Fan der Oscar. Ja, danke. Ja, Oscar, ich habe ein bisschen was durcheinander gebracht. Eigentlich, der Burger ist doch endgeil, ich schwöre, der schmeckt richtig lecker. Alter, wir machen ihn aber immer so, ohne irgendwas anderes. Ja, ja. Der macht das immer so. Ja, wie kommst du darauf, den nicht aufzutunen? Sonst echt mega geil, Brot geil, Käse geil, Fleisch geil. Das ist doch ein Fitnessmann, von Salat schrumpft der Bizeps. Nein. Auf jeden Fall eigentlich lecker. Also ich stelle mir vor, dass du so mit Chili Cheese, die Variante, die hat er aber auch mal gemacht. Chili Cheese Crispy Chicken. Oh, der Metall auf Handy, das ist ja, ja. Käse. Auf jeden Fall geiler Burger. Ich glaube, getuned finden wir den geiler, glaube ich. Da muss ich ja so halten, oder? Fazit-Time erstmal. Tati, Fazit zum Burger. Der war schon nice, Mann. War schon nice, war stabil, war saftig. Ja, Fleisch, ganz einfaches der Ding. Soße. Mindestens eine 8, oder? Mindestens. Ja, passt schon. Soße easy, also aus 5, also die einzige Soße war so die, das Schwierigste, weil du hast 5 Sachen drin, ja. Und spezielle anscheinend. Aber lecker. Brot war lecker, Fleisch, Käse, mega, mega geiles Teil. Ja, bin ich, also hat es nicht mein Leben verändert, aber es war schon sehr lecker. Ja? War schon sehr lecker. Gottang, was sagst du zum Burger? Was? Also da muss ich sagen, der Burger war echt, das Fleisch war echt gut. Ja, es ist nicht so trocken gewesen, also richtig, wie nennt man das, so saftig, richtig saftig. Käse war auch geil, Brot war überkrass. Ja, war echt geil. Das Einzige, was gefehlt hat, ist so Salat und diese Beilage so ein bisschen. Ja, es war einfach nur, eigentlich nur Burger. Aber war echt gut, muss ehrlich sagen, war gut. Kann ein bisschen noch kämpfen. Das auf jeden Fall. Ja, alles klar, wir zocken jetzt erstmal Chunks Game Show, das war's von uns heute. Burger war saftig, hat unser Leben nicht verändert. Kuss geht raus an Oscar, das war's von uns. Ciao.